Go! Also, wir sind heute hier auf dem Burg Herzberg Festival mit dem Gunter. Hi. Wie ist dein Druck so? Es ist warm, ne? Es ist heiß. Es ist die heißeste Party des Jahres. Wir sind die größte Open-Air-Sauna, die ich jemals gesehen habe. Und wir haben eine Menge Spaß. Ja, das ist ja der Grund, warum wir zwei hier so kuscheln, weil es so schön kühl ist. Und so Männerschweiß ist alles. Im Gegensatz zum letzten Jahr sind wir weggeschwommen. Ne? Letztes Jahr sind wir weggeschwommen und zwar war das nicht mal Schlamm, sondern es war tatsächlich so, man konnte sich hier auf den Hauptweg stellen und nach einer Stunde war man 3-4 Meter weiter unten, weil diese ganze Masse war wirklich in Bewegung. Es war, wir konnten die Autos nicht mal mit Traktoren reinfahren, weil die Autos keine Spur gefunden haben. Und das merkt man jetzt diesem Festival an, dass jeder entspannter ist, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Der Grund ist gut vorbereitet worden, das ist ja sozusagen. Ja, er wird einmal im Jahr strapaziert. Man muss sagen, wer jetzt in 2 Monaten wiederkommt, der Hauptweg, das erkennt man immer. Aber hier die ganzen Flächen, es ist nicht mehr zu erkennen, was hier ein Festival ist. Also die Natur, die Wiese, wenn man die einmal im Jahr, eine Woche striezt und ärgert, das steckt die total super weg. Wir sind hier zu Gast in der Natur, wenn wir hier weggehen, ist auch wieder alles, was wir hierher gebracht haben, wieder weg. Und nach 2 Monaten ist diese Wiese wieder in einem ganz normalen Zustand. Ja. Also die Leute benehmen sich auch entsprechend. Ja, wir hatten ja gestern schon mal, das ist ja eigentlich auch so ein Festival mit den Kindern. Die Kinder haben freien Eintritt, Kinder sind hier omnipräsent und ich finde, auch wenn man immer sagt, Kinder hätten keine Macht oder sowas, die prägen doch diesen Charakter dieses Festivals, weil sie einfach, man erlaubt sich alberner zu sein mit Kindern, man hat mehr Spaß automatisch mit Kindern, man muss ja nicht die Kante geben, man kann auch einfach so albern sein. Ne? Ja. Da ist auch gerade wieder einer, ja, guckt ganz so, interessiert, ne? Zu. Ja, weil hier wahrscheinlich auch albern genug aussehen. So. In den Jahren, in denen du das jetzt hier machst, so ein persönlicher Highlight-Anekdote, hast du sowas? Also das Schöne an diesem Festival ist, dass man viele Highlight-Anekdoten hat, aber die sind häufig sehr privat. Ja, das ist klar. Es ist einfach ein sehr familiäres Festival und das Zwischenmenschliche hat eine bedeutende Rolle hier. Und das ist eigentlich auch so für mich das Highlight. Ich gehöre zu der Hälfte des Publikums, sage ich mal, die nicht in erster Linie wegen der Musik kommen, sondern halt, weil man einfach eine geile Party hat. Das muss man auch sagen. Es gibt natürlich auch die Musik-Nerds oder Musikliebhaber, die dann vorher sich hier ein Timetable durchgehen, wann sie um wie viel Uhr bei welcher Bühne sind, damit das auch alles stimmt. Die kommen natürlich auch auf ihre Kosten. Insofern sind wir dieses Jahr alle entspannt und freundlich. Ja, aber der Eindruck eines Happenings entsteht hier auch mehr wie der Eindruck eines durchgetakteten Musikfestivals. Es gibt wenige Regeln hier und die Besucher können sich hier auch kreativ austoben. Sie können halt gegen keine Regel verstoßen, weil es ja die Regeln im Eigentlichen sind auch nicht genug. Ja, aber was ich jetzt auch noch ansprechen muss, wir sind hier auf dem Hippie-Festival ganz deutlich, ne? Und trotzdem spielt sie in der zweitbesten Metal-Band der Welt. Das ist mein Privatleben, das ist mein Ausgleich. Also es ist ja auch eine Klientel, man muss sich auch mal trennen davon und auch ganz andere Wege gehen. Und ich habe schon meinen tierischen Spaß, wenn ich in die Probe komme und wir uns halt 4 Stunden lang 90, 100 Dezibel um die Ohren hauen. Also das brauche ich auch, das ist wichtig. Was gemeint? Ja gut, toll. Ne? Also kann man nur jedem empfehlen, im nächsten Jahr gerne 1000 Leute mehr hier. Nein, mehr passen hier nicht mehr drauf. Mehr passen nicht drauf. Gut, also nicht kommen. Alles klar. Wir danken dir fürs Interview. Ja? Macht's gut und wir werden hier so ein bisschen Spaß haben. Alles klar. Ciao. Ciao.